Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Im heutigen Shop hat sich nur die rechte Seite geupdatet, dafür haben wir allerdings einen neuen Emote drin, den ich euch natürlich auch noch gleich zeigen werde. Fangen wir aber erstmal mit der linken Seite an, und zwar haben wir da den Hime-Skin drin, und zwar haben mir das einige in die Kommentare geschrieben, dass er den Hime ausgesprochen wird. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Er kostet auf jeden Fall 2000 V-Bucks und hat auf dem Rücken immer noch diese Katze, die ein Schwert hält. Und dann haben wir noch den männlichen Skin, und zwar den Musha-Skin. Für 2000 V-Bucks ebenfalls. Auf dem Rücken hat er so eine Flagge. Ja, eigentlich ziemlich coole Skins. Meine einzige Kritik gestern war ja schon, dass ich mir gewünscht hätte, dass einer von den beiden vielleicht eine andere Farbe hätte. Hätte man halt ein bisschen größere Auswahl gehabt, aber auf jeden Fall sonst ziemlich coole Skins. Und dann haben wir noch die passende Hacke und den passenden Gleiter dazu. Das ist einmal die Katzenkralle für 800 V-Bucks. Und da spiele ich auch kurz den Sound ab. Und dann haben wir noch den Schnurrtastischgleiter für 500 V-Bucks. Genau, das sind quasi die neuen Items von gestern. Kleine Information noch am Rande, und zwar hatte ich am Ende des gestrigen Videos noch ein bisschen Gameplay gepackt. Also falls ihr noch Gameplay von den neuen Skins hier sehen wollt, geht einfach mal zum gestrigen Video und schaut euch das an. Da habe ich halt ein bisschen Ingame-Szenen aufgenommen. Genau, dann kommen wir jetzt auch schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Wenn euch die Daily Shop-Serie gefällt, lasst natürlich wie immer gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr auch das gerne jetzt auch schnell tun. Einfach unten kostenlos auf Abonnieren klicken und jo, damit dann keine Skins mehr in Zukunft verpassen. Und im ersten Slot der rechten Seite haben wir dann den Spitzhanker für 1500 V-Bucks. Ich spiele mal kurz den Sound ab. Man hört auch schon das Kettenrasseln. Ganz coole Hacke. Ich finde aber den Preis ziemlich überteuert. Also 1500 V-Bucks, 15 Euro für diese Hacke. Weiß nicht, dafür ist sie halt echt nicht cool genug. Sie hat nicht mal irgendwelche Effekte. Ist halt letztendlich nur so ein Anker, also ich glaube 15 Euro würde ich dafür wahrscheinlich eher nicht mehr ausgeben. Früher war sie mal ein bisschen seltener und war auch relativ gehypt, die ist schon relativ alt. Da gab es ja halt noch nicht so viele andere Hacken, als die damals rauskamen. Von daher, damals war sie noch vielleicht gerechtfertigt, der Preis. Aber inzwischen, glaube ich, gibt es viele coole Hacken, die deutlich billiger sind, wenn nicht sogar nur die Hälfte kosten. Also glaube ich, würde ich die insgesamt eher nicht empfehlen. Und im nächsten Slot haben wir dann den Stahl-Hard-Skin für 1200 V-Bucks. Die Idee finde ich nach wie vor ziemlich cool, also mit diesen Cyborg-Roboter-Skins. Allerdings finde ich die Umsetzung nicht so geil. Ich weiß nicht, dieses T-Shirt und diese Mütze hier, die Farben passen irgendwie, finde ich nicht so gut. Ich glaube, wenn man das mehr so robotermäßig gemacht hätte, also vielleicht wie das Grau der Handschuhe auch das Oberteil gemacht hätte und diese Mütze, hätte es, glaube ich, wesentlich cooler ausgeschaut. Und dann würde ich den Skin auch viel häufiger verwenden. Im letzten Slot der ersten Reihe haben wir dann den Hot Rod Gleiter für 500 V-Bucks. Der war relativ selten. Ich habe ein bisschen mit dem im Stream gespielt und haben einige gefragt, wo hast du den Gleiter her? Der war nämlich vor einigen Wochen mal einmal kurz drin und vorher in den letzten Monaten auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt ist er wieder da. Also 500 V-Bucks, finde ich, ist kein schlechter Preis dafür, dass er halt relativ cool und auffällig designt ist. Das gefällt mir halt relativ gut. Trotzdem natürlich wie immer nur das Standardmodell. In der zweiten Reihe haben wir dann als nächstes den Farbbomber für 1200 V-Bucks. Ein ziemlich bekannter und beliebter Skin, auch mir gefällt er ziemlich gut, kann ihn also auf jeden Fall empfehlen. Und da kommen wir jetzt auch schon zum Highlight des heutigen Tages, und zwar dem neuen Emote. Er heißt Capoeira und kostet 500 V-Bucks, und ich würde sagen, ich zeige ihn einfach mal direkt. Jo, ihr seht schon, man springt so ein bisschen rum im Hintergrund, ein bisschen Trommelmusik. Finde ich eigentlich ganz cool. Capoeira ist ja auch eine brasilianische Kampfkunst. Jetzt also quasi auch als Emote in Fortnite. Ist für mich kein besonders krasser Emote. 500 V-Bucks finde ich dafür aber noch in Ordnung. Ich werde die mir auf jeden Fall gleich holen. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Slot des heutigen Tages. Und zwar haben wir da gleich zwei Emotes drin. Und zwar ist es dieses Set Daumen hoch und Daumen runter. Ist relativ einfach erklärt. Man macht einmal den Daumen runter bei Daumen runter und Daumen hoch. Bei Daumen hoch. Ja, ist ein relativ einfacher Emote. Ich habe sie mir zwar beide gekauft, aber irgendwie seitdem gar nicht mehr verwendet. Ja, also ich weiß nicht, ob ich die wirklich empfehlen würde. 200 V-Bucks ist zwar jetzt in Anführungszeichen nicht so viel im Vergleich zu den meisten anderen Sachen hier, aber ja, ich glaube, ich würde sie mir nur holen, wenn ich auch einen Verwendungszweck habe. Ich sammle halt die ganzen Emotes, deswegen, ja, habe ich sie mir halt geholt. Aber sonst würde ich mir die, glaube ich, aktuell eher nicht holen. Da gibt es halt viele coole andere Emotes. Und da würde ich wahrscheinlich die 400 V-Bucks insgesamt eher sparen.
So, das war's dann schon zum heutigen Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr die Glocke noch nicht aktiviert habt, dann solltet ihr das gerne jetzt noch schnell tun. Einfach unten auf Abonnieren klicken und dann diese kleine Glocke daneben aktivieren. Würde mich wirklich mega freuen. Und ihr könnt natürlich auch wieder jetzt rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Also Top oder Flop. Und als letztes schicke ich euch gerne noch zu meinem letzten Video. Das verlinke ich jetzt hier in der Endcard. Also wenn ihr Lust habt, klickt gerne mal drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort. Tschüss!